Willkommen zurück bei FIFA 19 mit The Journey. Mit Kim sind wir leider ein bisschen weit vorgeprescht, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Aber naja. Dann machen wir jetzt erstmal mit Danny weiter. Mal schauen, der hat auch 7 neue Sachen. Eieieiei. Neues T-Shirt, was hat er denn? Das hier? Nö. Danny hat eine neue Frisur. Ja, das könnten wir aber machen. Das sieht gut aus. Die Bänder, ich weiß ja nicht. Eine Pflanze und. Warte mal, wir machen die Pflanze mal weg. Was ist er denn noch? Was war der hier? Okay. Machen wir es mal so. Und natürlich neue Schuhe. Warum auch nicht? Wo sind sie denn? Da. Ja. Sind jetzt zwar nicht die besten, aber egal. Aber. Und? Oh. Und? Juhu! Hast Glück, dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Verein rauszupflegen. Ja, dir den Traum von der Champions League zu versauen? Ja, ja, das wäre für mich unerträglich gewesen, echt jetzt. Vergiss es. Immerhin musst du gegen Terry ran. Komm schon, ein Bruderduell ist doch super für die Medien. Ja, das wird was Besonderes. Oh, das ist Michael. Wie geht's ihm denn? Ah, er hat The Williams, den Superstar, als Klientenmann. Also geht's ihm gut. Stell ihm schöne Grüße. Ich werd's mir überlegen. Bis dann, Mann, bis dann. Bis dann. Ah, Michael, wird doch Zeit. Ach, tut mir leid, überall war Stau. Wie sieht es aus? Oh, ja, alles gut, spannende Auslosung. Ich mach die Tür für dich zu. Mir war immer klar, dass Hunter der Null ist. Der erinnert mich an diesen Jungen aus der Schule. Diesen Möchtegern-Fußballer, wie hieß der noch gleich? Was, Magas? Diese Möchtegern sind alle gleich, Mann. Magas hat damals 20 Übersteiger gemacht und ist dann über seine Schnürsenkel gestolpert. Und jetzt? Seine Karriere ist vorbei. Das war's bei ihm. Okay, Danny, ich habe mich gerade mit einem Bekannten getroffen, einem Makler. Ja? Er hat das perfekte Haus. 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Sauna und 10% Rabatt. Ist das dein Ernst? Ein Link hat's auch getan, oder? Aber hier kannst du nicht ewig bleiben, oder? Sieht nicht gerade nach Premier League aus, oder? Sieht eher nach Kreisklasse aus. So ein Haus würde dich inspirieren, oder? Es würde nicht nur den Sponsoren Respekt einflößen, okay? Ja. Zeig ihnen, dass du auf dem Weg nach oben bist. Denk darüber nach. Ich melde mich, okay? Ja, ja, okay. Danke, Michael. Was meinst du, Mann? Klingt ziemlich teuer, aber bei deinen ganzen Geldanlagen und so sollte das drin sein. 3 Badezimmer? Wer braucht 3 Badezimmer? Wird mich nicht überraschen, wenn Taylor nur an seinen Profit denkt. Was? Nein, das wird er nie machen. Der ist okay. Ich halte ihn für zwielichtig. Wie auch immer, du hast eh Wichtigeres zu tun. Überleg dir, wie du mit Terry in der Champions League umgehst. Früher hat er dich platt gemacht. Ja. Ja, ja, aber wir sind keine Kinder mehr, oder? Nein. So gefällt mir das. Diesmal läuft sicher alles anders. Ups. Heute arbeiten wir an unserem Dribbling, wenn es okay ist. Ich will Kontrolle sehen, Tempo und Präzision. Oh, war ja. Ist ja genau das Richtige für mich. Ja,
Ach, Williams, du bist echt zu langsam. Oh, doch, hat gezählt, okay. Ah! Ups, das war knapp, aber er war drin. Ach, der Blödsinn. Okay, beides A, sehr schön. Beschleunigung verbessert, okay. Okay, gutes Training heute. Vor allem von dir, Williams. Gut gemacht. Schüttelt auch nur den Kopf. Dann wollen wir mal ein Spiel spielen. Und den ersten drei Partien. Okay, das habe ich. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Wolf Fuß und ich melde mich heute aus dem King Power Stadium. Und heute heißt es also Leicester City gegen Everton. Leicester City lineup today. Number 1, Kasper Schmeichel. Number 15, Harry Maguire. Was erwartest du heute von Danny Williams? Zwei Treffer zuletzt für ihn, entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Number 13, Philip Bernard. Number 23, Adrian Silva. Number 11, Mark Albrighton. And number 34, Danny Williams. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Und zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC Everton eingeblendet. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Huch. Was war das denn gerade? Das King Power Stadium wurde 2002 erbaut. Knapp 32.000 Zuschauer passen rein. Zur Eröffnung schaute damals Athletic Bilbao zu einem Freundschaftsspiel vorbei. Ergebnis damals 1-1. Anpfiff und los geht's. Bernard. Gesal. Pereira. Er bekommt Hilfe. Kurze Hereingabe. Die Flanke hat er. Das wäre Bernard. Interessant gewesen. Gueye. Jetzt Schneider lang. Hoppala. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Schneiderla. Danny Williams. Zick. Leicester City hätte jetzt Platz. Och Gott, ey, schon wieder. Er zeigt und in dem Moment, wo ich passe, bleibt er stehen. Rein.
Ndidi. Und das ist der Ballverlust. Pereira. Steil gespielt. Danny Williams. Boah. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie. Zack. Und versenkt das Ding eiskalt. Nochmal der Treffer. Ja, ging auch wieder verdammt hoch, oder? Das, nee, sah nur so aus. Okay, war in Ordnung. Sie sind jetzt also 1-0. Und nun Schneiderla. Jagielka. Sigurdsson. Bernard. Ball ist zu lang. Jupp. Stimmt. Schneiderla. Schenkt Tosun. Klasse Pass. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Und direkt wieder weiter. Leicester City hätte jetzt Platz. Bernard! Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Einfach mal draufhalten. Okay. Well caught. Jetzt sind sie am Ball. So. Adrian Silva. Zack. Didi. Williams, ja. Danny Williams. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Ja. Aktion. Torwart hält den Ball fest. Gueye. Sigurdsson. Schade, schade. Bernard. Ja. Erstmal den Ball kriegen hier. Sie suchen die Lücke. Ja, erstmal wieder. Das wird nichts. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, und aber jetzt ist der Ball weg. Komm schon. Joll. Moment. Philipp Bernhard. Ja, und Esal. Zack. Schön. Oh. Aber da fehlen nur Zentimeter. Ben Chilwell. Aber wir haben den Ball noch. Adrian Silva. Da versuchen wir das Ganze auch nochmal. Ja, da kommt die Unterstützung. Und zack. Der hohe Ball auf Williams. Nein. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Versuch Nummer 3. Zack. Williams. Ah! Da passt er auf. Was gibt's doch nicht? Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh. Well caught. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Mein lieber Schuss, so nicht. Das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Ja. Ja, natürlich. Ball geklärt. Auf einmal hat er den. Das könnte gleich den nächsten. Nein, erstmal. Er sei gut, dass ich nicht auf Weltklasse gestellt habe, sonst. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Das ist echt, keine Ahnung, das ist bei mir. Das ist bei mir echt spielabhängig. Manchmal läuft es richtig gut. Und dann wieder nicht so gut. Aber mir fehlt halt die Konstanz bei dem Spiel, das ist das Problem. Das ist das Problem bei mir. Jetzt haben sie den Ball. Zack. Wow, wow, wow. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Amate. Ja. Roms. Ja, 2-0. Mehr oder weniger im Griff.
Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ach ja. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Und mit dem... war rechts, ja. Hier okay. Nochmal dieser Treffer. Danny Williams trifft. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Keen. Sigurdsson. Yeah. Wei. Schenk Tosun. Gesal. Hab ihn nicht mehr. Und Walcott. Zack. Fairer Einsatz hier. Didi. Schenk Tosun. Bernard. Ein guter Doppelpass. So nicht. Und jetzt gibt's eine Ecke. Wechsel bei Leicester. Frischer Mann kommt in die Begegnung. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg hat. So. Gucken, was die aus der Ecke machen. Da kommt der Ball von Sigurdsson. Die gar nichts. Erstmal wieder bereinigt. Den kriege ich nicht. Schenkt diesen Ball ab. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Tosun. Was? Ich hätte jetzt gesagt, das war ein Foul. Ach komm. Keen. Schneiderla. Ich hätte beim einen jetzt echt gedacht, das wäre ein Foul. Da habe ich doch den Ball nicht gespielt, also. Welcott. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Amate. Demarai Gray. Jetzt Williams. Der braucht wieder zu lange. Oh Gott. Ärgerlich. Ballverlust. Tosun. Nein. So, schwupp, schwupp. Johnny Evans. Ben so. Amate. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ach komm, du warst doch am... Mann! Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Das ist echt beschissen, dass sie... Die sind so schön, laufen dahin und den, wenn man passt, bleiben sie stehen. Da lässt er den Gegner schon wie... Ey, der war... Klasse vom Verteidiger. Die sind an sich freilaufen und bleiben dann immer stehen. Die Kugel ist weg. Bernard. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Schenk Tosun. Demarai Gray. Williams am Ball. Amate. Schöner Pass. Ja. Das hohe Zuspiel hier für Williams. Mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich. Nee, richtig gefährlich war es nicht. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Richtig gefährlich war das mal nicht, ne. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Sigurdsson. Alter, der stand doch hinter uns. Wie konnte der den Ball kriegen? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Tolles Zuspiel. Ist klar. Gut geklärt. Wie auch immer das geht. Frischer Mann kommt in die Begegnung. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Yeah. Gesal. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Super Aktion, gut geklärt. Walcott. Eine Minute noch. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Amate. Didi. Gibt's jetzt die Gelegenheit?
Und jetzt die Chance. Danny Williams! Nein, aber es gibt eine noch eine Ecke. Wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. So, Ecke kommt. Daniel Nein. Amate. Aber wir haben gewonnen. Pfeift ab, das war's. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat großen Anteil am Sieg heute. Eine klasse Leistung, Doppelpack. In der Form ist er unglaublich wichtig. Ja, sehr schön. Du machst das richtig gut in die klasse Pässe. Super, das war das 5. Saisontor. Okay. Machen wir mal weiter. Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages, Danny Williams. Die Mitspieler fallen. Ja, ich meine, die Auszeichnung ist super, aber mein Dank gilt einfach den Mitspielern, die haben das auch verdient. Ich meine, Spieler des Tages zu sein, ist ein kleiner Extra-Bonus, aber es liegt einfach an den Vorlagen, die ich jede Woche bekomme. Sie sagen es. Danke fürs Interview. Ja, kein Problem, Mann, gerne. Jo. Weiter. Gut, Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ich würde erstmal sagen, bis dahin und ciao.